Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute Dying Light. Aber man macht halt einmal Fehler, nicht nochmal. Wir nehmen das Seil hier. Wir dürfen da nirgends rauf, das ist ein bisschen blöde. Wie soll ich denn da rüber, wenn ich nirgends drauf darf? Das ist blöde. Da oben ist auch so ein Ding. Oh, das wird stressig. Ich kann auf die Kassen. Da kann man rüber. So, da ist das erste. Das ist kacke, wenn ich da echt nirgends hin kann. So, eins haben wir aber. Da geht's nicht weiter, nehme ich an. Wir müssen da durch, aber da kann ich ja nicht durch. Darüber glaube ich. Gehen wir dann nach oben oder so? Ne, da kann ich sicher nicht hin. Da geht's rein. Da sind wir reingekommen. So, die Frage, wo geht's hier weiter? Wir müssen glaube ich nach oben irgendwie. Anders kann ich mir das hier nicht vorstellen. Ein Schritt vorwärts geht noch. Hüpfen kann man nicht. Ne, da müssen wir durch, aber wie soll ich da durch? Ah, ich weiß schon wie. So, jetzt ist der Strom abgestellt. Ja, das Scheiße, ist schon der verfluchte Schalter ist kaputt. Nee, scheiße, geht doch nicht. Ja, und jetzt? Gut, da geht's. Ich höre sie schon. Schauen wir mal, welche das sind. Normale Zombies, okay. Ich würde sagen, da mischen wir einfach die Bude auf. Jawohl. Oh, fuck! Das wollte ich nicht. Da ist ein Explodier-Zombie. Ach, scheiße. Ich dachte, ich habe diesen verfluchten Molotow, ey. Mann, dann ziehe ich mich auch noch rein zu diesen Pissern. So ein Dreck. Ja, das ist blöd, dass man das nicht auf die Schnelle ändern kann hier. Ey, das ist echt scheiße, dass man das nicht auf die Schnelle ändern kann hier. Das ist ein bisschen kacke, muss ich sagen. So, kann ich jetzt hier runter oder nicht? Ich glaube, es geht, oder nicht? Schauen wir mal. Ja, jetzt geht's. Ist hier keine Elektrik mehr. Okay, das hat funktioniert. Was ist hier? Hier ist was. Da ist noch eins. Jo, die sind alle hier, oder was? Da muss noch irgendwo eins sein. Mal weitersuchen. Irgendwo muss noch eins sein, weil es ist ja markiert hier, ne? Da oben ist noch eins. So, jetzt haben wir drei. Das haben wir. So, und jetzt machen wir die mal platt. Schau mal da rein. So, haben wir auch. Nice. Hier gehen wir ein bisschen klauen. Kassen sind immer gut. Hallo Zombie. Ich mach das jetzt mal ohne Tarnung. Ein bisschen spannender kann es ja sein. Hier schauen wir auf jeden Fall rein. Ich bräuchte nämlich langsam schon wieder Waffen. Gut, die halten noch gut, aber mal schauen, was sich so ergibt, oder Leute? Oh, aber der macht mir zu wenig Schaden. Wir müssen da rein. Sehr elektrisch. Schon übervorsichtig. Nein, aber ein Erste-Hilfe-Paket. So, was gibt's hier noch? Da drüben ist was. Hier spricht der Turm. Beeilt euch, wenn ihr noch kein Versteck gefunden habt. Wir sehen uns dann am Morgen. Ah, hier geht's rein. Auch interessant. Ein geheimer Raum. Sehr interessant. Da kriegen wir einiges. Und ich glaube, da ist auch so ein Katastrophenpaket.
Und dann haben wir es schon. Also so schwierig war es nicht. Also ich muss sagen, ich habe mal schon auf YouTube gespickelt und die Leute hatten in den Zonen hier immer, oh, der hat es auch hinter sich, die hatten ja immer diese Nachtschwärmer. Vielleicht in der Nacht ist es anders, ne? Dann würde ich sagen, wir verpieseln uns. Aber wie gesagt, jetzt haben wir es ja schon, ne? Ein paar Dietriche sollte man mal wieder herstellen. So. Money, money, money. Was gibt's hier? Ein Feuerzeuggas, alles klar. Noch eins. Okay, das müssen wir, glaube ich, auch abliefern. Ich guck mal kurz, ist das nicht eine Quest? Feuerzeuggas, ja. Die Frage ist nur, wie viel davon, ne? Ich werde das mal markieren, dann sehen wir es, ja. Eins braucht man noch. Vielleicht. Wow, wir haben's. Nice. So, das können wir auch abgeben. Dann geben wir die Quest ab. Können wir nebenbei eine Quest abgeben. Das ist doch super, Leute. Muss ich hier nur wieder raus? Was knattert denn hier so? Scheißt hier einer von euch Zombies? Ist ja eklig. Überall Blut hier. Na, hier gefällt es mir nicht so, ehrlich gesagt. Hau mal lieber ab. Ist schon ekelhaft hier, ne? So, rüber da. Und raus, raus, raus. Wir geben diese Quest jetzt ab. Dann hat er sein Feuerzeuggas. Wir kriegen wieder ein bisschen Punkte. Haut hin, Leute. Haut hin. So, raus. Es war schwer zu finden, weil ich nicht weiß, wo ich suche. Oh, es ist Nacht. Fuck. Nehmen wir die Fackeln zur Not. Das ist jetzt aber nicht günstig. Wie viel Uhr ist denn? Jetzt muss ich mal nachschauen. Ah, fast dunkel. Gut, dann laufen wir hier durch. Laufen wir hier durch. Die Quarantänezone haben wir. Im Moment ist hier noch keiner von diesen Nachtschwärmern, das haut hin. Da wäre eine Safe Zone sogar, aber wir müssen woanders hin. Weg von mir! Aber wir laufen da jetzt einfach durch, das sollte gehen. Wir sind ja schon fast da. Scheiß auf die Fackeln, wir nehmen den Haken, dann komme ich schneller voran. Jawohl. So, jetzt wird's gefährlich. Aua, meine Achsen gebrochen halb. Jetzt kommen die hässlichen. Aber wir haben's gleich. Na, geh rüber. Hampel nicht so. Und wir müssen uns tarnen, sonst haben wir ein Problem. Lichtfallen sind schon geil. So, hier müssen wir, glaube ich, rein und es abgeben. Darauf. Hallo, Leute. So, wir liefern ein bisschen was ab, kriegen Punkte ohne Ende und haben ein Level. Geile Sache, geile Sache, geile Sache. So, du gibst mir ein bisschen was. Sehr nett von dir. Das Schlachtmesser kannst du behalten. 100 Damage, da machst du mich nicht heiß. So, bitteschön, dein Feuerzeuggas. Afra hat bloß Gas im Kopf. Aber das Gas im Kopf ist besser wie Gas im Arsch. Tja, es gibt eben solche und solche. Aber solche wie er sind besonders schlimm, finde ich. Das hier soll ich dir geben. Alles klar, danke. Alles im grünen Bereich? So, jetzt muss ich mal schauen, was haben wir da markiert bekommen? Irgendein Psycho oder sowas? Bandagen und Medizin? Haben wir das nicht auch schon? Nö, Spritzen brauchen wir und Schmerzmittel, aber die Frage ist, wo kriege ich das her? Das ist nämlich nirgends markiert. Hier vielleicht? Nö. Ja, da habe ich leider keine Ahnung, wo wir das herkriegen.
Gut, wir haben diesen Auftrag abgegeben. Das haut hin. Oder krieg ich noch was? Geil! Ja, eine Spritze kannst du haben, jo. Was habe ich hier für einen Mod gekriegt? Jetzt guck mal. Irgendein lilaner war das. Feuersperrmod vielleicht. Ja, es gibt schon geile Sachen hier. Es gibt echt coole Sachen hier. Jo, Leute! Schauen wir mal. Ich muss mal eine Runde schlafen. Weil in der Nacht raus ist kacke. So, was hast du Schönes? Da gibt's noch mehr Level, ey. 1300 Schaden, ey. Was es da noch gibt in dem Game, Leute. Wahnsinn, 1300 Schaden. Also, das ist schon geil. So, Giftgranaten brauchen wir nicht, die verkaufe ich jetzt. Und das Hyänenaufputschmittel, ich sag mal so, wir gehen nicht so viel in der Nacht rum, also verkaufen wir zumindest einige hier. Dass wir nicht so viel Müll rumzutragen haben. So, die Wertsachen, die verkaufen wir auch. Also Kohle haben wir genug. Schön, dich wieder zu Hallo? Sehen. Das ist nicht unser Problem so. So, wo ist mein Bett? Hier. Gehen wir mal eine Runde schlafen, dass es wieder Tag ist. Ist jetzt Tag. Schau mal raus. Jo! Geile Sache. Und wir werden die nächste Quarantänezone machen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss!